Jetzt hier raufdrücken und mir hier so ein Ticket ziehen, oder? Ja. Ich habe hier noch nie geparkt, tatsächlich. Parkplatz ist voll. Ja, moin Leute, was geht? Schön, euch hier wiederzusehen und schön, euch mal wieder in dem Vlog wiederzusehen. Es gibt nämlich was Spannendes, und zwar habe ich euch ja letztens davon erzählt, dass ich ein neues Büro demnächst haben werde. Das habe ich jetzt mittlerweile. Und ja, wir gehen jetzt heute los und streichen das. Ich habe letzte Woche Farbe gekauft, neutral grau, bei Instagram, das habt schon einige gesehen. Und es wird einfach mal gestreicht. Ich nehme euch mit, zeige euch das ein bisschen und führe euch rum. Noch ist es sehr blank und dann werdet ihr mal sehen, wie das aussieht und sich so entwickelt. So, der Helfer ist auch schon da. Was sagst du? Ich dachte, der alte Mann kommt schon wieder nicht aus dem Hintern hier. Moinsen. Morgen. Na? Na, alles gut? Ja. Ja, danke. Wir sind mit Ihnen unentwegt hohe Stimme. Oh, ist ja auch leer, das ist gut. Man kann nichts schief gehen. So, jetzt noch ein bisschen Abdeckplan und Pinseln und sowas kaufen und dann geht's auch schon ab ins Büro. Das ist eine große und eine kleine. Ja, und dann irgendwie noch die billigsten Pinsel, die es gibt am besten. Sehr schön. Probieren wir das auch. Ja, auf jeden Fall. Zack. Auf geht's! Ja. Jetzt hier raufdrücken und mir hier so ein Ticket ziehen, oder? Ja. Ich hab hier noch nie geparkt, tatsächlich. Parkplatz ist voll! Da kannst du drücken. Willkommen, willkommen! Ja. In der Dunkelkammer. Das ist also das Büro. Punkte werden gerade mal abgemacht vom Vormieter. Hier war eine Hochzeitsfotografin drin, die hat ein bisschen Deko hier reingehangen. Ah. Ja. Und nun räumen wir hier aus und da wird. Hallo. Hallo. Das ist Betty. Wir teilen uns quasi das Büro, also nicht diesen Raum, aber genau. Oh, Licht. Ich hab doch was. Ja. Einfach genau auf der Kante. Okay, immer. Ah, klug wie er ist, hat er natürlich Leiter vergessen. Wir müssen nur mal los.
würde dir aber trotzdem empfehlen, das jetzt nicht auszuspülen. Also dann würde ich lieber nochmal neue Rollen kaufen. Weil du musst sie ja eigentlich jetzt auswaschen. Und du wirst ja jetzt bestimmt nicht alles einsaugen mit der Farbe. Nee. Dann kaufe ich mir nächstes Mal nochmal zu nur die 5 Euro nach, wenn du noch andere malen musst. Aber die Farbänderung geht es nicht machen. Ja, natürlich. Das ist sowieso. Aber wenn du nochmal zu Papa fährst, wo die halt da wollen. Der hat 20 Stück. Ich habe dir eine ganze Tüte vorgegeben davon. Ach so. Also wenn du da nochmal sein solltest, die Tage. Ja, ich dachte vorher jetzt zu Papa fahren. Nee, kann ich auch. Das ist ja gesehen, war eigentlich toll. Was haben wir jetzt bezahlt da? Ein paar Euro. Das habe ich ja. Übrigens nehmen wir jetzt wieder gerade mit Ton auf. Zeitraffer ist durch. Hast du gerade aufgeklebt, oder? Nee, ich hab ausgemacht. Wenn ich das nochmal aufnehmen gedrückt, können wir ein bisschen Dünnschiss reden. So, wir sind erstmal fertig. Ich zeig euch mal. Ich versuche auf dem Bild zu gehen. Ach, ich komm nicht mal rein. Ja, also ein paar Stellen, wo wir rübergemalt haben, aber so eine Summe wird jetzt schon sehr gleichmäßig farbig. Und der kommt entweder hier oder da, kommt dann Schreibtisch und wahrscheinlich höhenverstellbar. Man mag es glauben oder nicht, es ist grau. Neutral grau. Und was meint ihr, gefällt euch das? Decke haben wir jetzt weiß gelassen. Ich denke, es ist gut, wenn hier oben das Licht ist. Das soll dann 6500K sein. Hat es wahrscheinlich schon grob, sieht zumindest so aus. Und dann ist es nachher alles schön gleichmäßig. 6500K, der Monitor 6500K, die Wand grau und dann noch LEDs um den Monitor 6500K. Und dann habe ich eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung. Ist ja wunderschön. Bearbeiten. Dürfte ich mich auch nochmal äußern. Ich möchte an alle erwähnen, denen die Farbe nicht gefallen sollte. Falls jemand was zu meckern hat, kommt gerne vorbei, bringt Farbe mit und das passende Werkzeug und malt einfach nochmal. Weil nochmal, nein. Schicken wir auch nicht so raus. So, wir sind unterwegs in der Hood. Wir haben nämlich vorhin, schlau wie wir waren, er war so schlau, die Leiter nämlich nicht mehr mit zu Hause geholt, sondern bei meiner Mutter auf Arbeit. Die arbeitet nämlich gleich um die Ecke. Und ja, die bringen wir jetzt wieder schön zurück. Dann holen wir mir ein alkoholfreies Bier. Dann fahren wir noch bei ihm in die Werkstatt. So ist der Plan. Da war ich auch nicht, mal gucken, was da abgeht. Guten Morgen. Wir haben jetzt einen Tag später. Es ist jetzt morgens um, oh, ich glaube, kurz nach 7. Ich habe gerade das Video soweit geschnitten. Und es fehlt ja irgendwie noch ein Ende. Und ich habe gestern, waren wir in der Werkstatt noch. Und ja, wir haben da jetzt nicht so viel Spannendes gemacht. Also wir haben, ich glaube, 3 oder 4 Stunden haben wir Werkzeug sortiert. Er hat quasi ein paar neue Regale, ein bisschen Werkzeug bekommen, mein Bruder. Und dann haben wir, naja, halt stundenlang Werkzeug sortiert. Uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen geschnackt. Und ich habe nebenbei mein Bierchen getrunken. Und das war es eigentlich schon. Viel mehr ist da gar nicht passiert. Und dann war gestern noch, ich habe eine interessante Lieferung bekommen, zeige ich euch mal. So, also Bestellung. Ich habe gestern Festplatten bekommen. 3 Stück hiervon, also Seagate 12 TB Ironwolf. Und zwar, wer es noch nicht weiß, ich arbeite ja auf DPC, nur mit einer internen NVMe SSD und habe dann noch einen RAID-Verbund aus 2 1 TB SSD. Da liegen die Daten drauf und von der NVMe SSD sind die Programme drauf, da schneide ich halt drauf und so. Und habe meine Daten halt aufgelagert aus einem Server, aus einer Synology Disk Station. Und die Synology Disk Station backupt sich dann einmal in der Nacht auf eine andere Synology Disk Station. So, und deshalb habe ich jetzt nicht eine Festplatte davon bestellt, sondern 3 Stück. Ich brauche quasi 3 Stück, um 12 TB mehr zu bekommen, weil ich einmal 12 TB in den Backup-Server packe, 12 TB in den Hauptserver, damit, ne, sonst ist ja der Backup-Server gleich voll. Und dann arbeite ich noch im SHR-Rate von Synology und hatte bisher eine Festplatte halt drin mit 10 TB. Jetzt packe ich quasi eine zweite rein. Dann laufen die ja im, es ist ja so ein automatisches Rate, das SHR, dann schreibt es auf beide Festplatten gleichzeitig, dass ich eine zur Sicherheit habe. Und habe ich aber immer noch nicht mehr Datenspeicher, weil er dann die 12 TB quasi als Sicherung für die 10 TB intern nimmt, mehr oder weniger. Und sobald ich eine dritte einfüge, habe ich dann den Festplattenspeicher von 2 und die dritte ist dann quasi eine Sicherheit, also quasi wie, ähnlich dann wie ein RAID 5 System. Das heißt, von den 3 Festplatten, die ich einbaue, gehen 2 in meinen Hauptserver. Davon habe ich dann immer nur 12 TB mehr, weil die andere quasi als Datensicherung gilt für das RAID Level und die andere geht halt in den Backup-Server, nur mal so nebenbei. Und jetzt habe ich die halt gestern eingebaut, die dritte, und die geht nicht so. Die, ich weiß nicht, wer das hört. Klingt gut, ne? Ich habe eingebaut und mich gewundert, wieso die Synology Disk Station irgendwie piept. Und ja, dann habe ich sie geschüttelt und quietscht. Und habe ich gesehen, sie hat hier tatsächlich
Beulen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Sie kamen also von Cyberport, waren gut verpackt, kann man gar nicht sagen. Also Karton, Luftpolsterfolie drin. Die waren nochmal hier in diesem Ding halt verpackt. Und dann war nochmal Luftpolsterfolie um die Festplatten an sich. Also vom Transport können die definitiv nicht kaputt gegangen sein. Es sei denn, der Paketbote muss sonst viel geschmissen haben, weil das war hier zu bezweifeln. Also ich nehme an, das ist vom Lager vielleicht schon so gekommen sein. Aber ich habe glücklicherweise, als sie angekommen sind, bei Instagram habt ihr vielleicht gesehen, einen Post gemacht, wo die drei Festplatten ausgebreitet lagen. Und wenn man da genau hinguckt, sieht man da halt auch schon die Beule. Das ist bei der untersten Festplatte. Es ist wirklich sehr doof. Aber ich schicke das nachher zurück, hoffentlich wird das reklamiert ordentlich und dann ist alles gut. Ja, das habe ich bekommen. Und dann gestern Abend noch gehört, spannend. Bei uns in der Stadt sind jetzt die ersten zwei Corona-Fälle. Wir haben hier die Universitätsklinik in Greifswald und wir haben jetzt hier im Landkreis halt die ersten zwei Fälle und die sind, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich in Greifswald. Die waren irgendwie in Baden-Württemberg auf einer Tagung. Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier in Greifswald entwickelt. Also nicht wegen Ansteckung oder so. Ich gehe davon aus, dass irgendwann, früher oder später, ich wahrscheinlich auch angesteckt werde, aber ich mache mir jetzt irgendwie keine Sorgen, dass mit mir da irgendwas passiert. Ich habe ein gutes Immunsystem und so. Das nicht. Aber wie halt die Bevölkerung reagiert, ob sie jetzt hier auch Schulen und Kindergärten schließen oder Geschäfte dicht sind oder ob ich nachher, weiß ich nicht, wenn ich nächste Woche durch die Innenstadt laufe, dann plötzlich die ganzen Geschäfte irgendwie dicht sind und keiner sich mehr die Hand gibt. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was da irgendwie passiert. Nicht panisch oder ängstlich, aber einfach gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja, wir werden es sehen. Gut, das wollte ich nochmal so nicht mal loswerden, weil ich es gerade erfahren habe. So, und jetzt zum Büro. Ihr habt ja gehört, das heilt sehr dolle. Ich werde also gucken, dass ich da noch ein bisschen was mache, wenn das Büro nachher eingerichtet ist. Gucke ich mal, wie doll das noch heilt. Sonst muss ich halt Soundpaneele an die Wände hängen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 der Fußboden und das Fenster. Fenster vielleicht irgendwie. Ja, so eine Jalousie, die einfach so zuziehen kann, dass es so ein bisschen gleichmäßig gedämmtes Licht ist und weiches Licht halt. Und Fußboden, ist ja Holzfußboden. Eigentlich finde ich Holzfußboden halt voll cool. Ich weiß nicht, ob das Parkett ist oder echt Holz. Ich habe das gerade gar nicht im Kopf, ist ja auch Banane. Aber wird dann wahrscheinlich von unten, wenn das Licht reinstrahlt, das muss ich dann im Auge behalten, so ein bisschen wahrscheinlich die orange Farbe, gelbliche Farbe, wie halt Holz so ist, ein bisschen reflektieren. Dann habe ich auch wieder so ein bisschen Farbstiche nachher quasi im Raum. Und wenn ich vielleicht mal Videos drehen sollte, dann wisst ihr, ich mag das nicht, wenn ich einen Untergrund habe, der Hautfarbe hat oder ähnlich der Hautfarbe ist, weil so das Color Grading halt echt bescheiden ist. Das ist ein Punkt. Und da habe ich schon überlegt, vielleicht lege ich sonst aber Teppich rein, so ein grauen oder so. Das weiß ich aber noch nicht. Mal sehen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Gut. Ansonsten sehen wir nächst wieder. Ich habe ein neues Stativ, das habe ich bekommen, zugeschickt. Das werde ich testen. Ich bin nächste Woche in Dänemark. Da werde ich das in Ruhe ausprobieren können und dann mal ein Review darüber machen und ja, vielleicht gibt es ja dazwischen nochmal einen Vlog. Ich habe jetzt den hier recht einfach gehalten, recht einfach geschnitten. Vielleicht mache ich den nächsten auch wieder so, denn kann ich aber hier und einen reinhauen, ohne dass mich das jetzt den ganzen Tag Arbeit kostet. Na dann. Liken, abonnieren, kommentieren, das Übliche, ihr wisst ja. Renn ihr hauen, tschüss.